Hallo Leute und willkommen zu einer Runde Wreckfest. Wir machen weiter in der Karriere bei den Pro Internationals. Die Achterrennen hebe ich mir auf. Und das Sechser. Nämlich, ich wollte diesmal das hier machen, wenn alle drei Dinger klappen. Wir fangen hiermit an. Weil ich gerne den Big Rig haben will. Ja, mindestens eine Runde in Führung. Besiegen die Trucker. Bitte was? Bitte was? Die sind alle A. Ich bin B. Was? Da stehen noch Tune. Ich lass sein. Oh, erst mal wieder mal gegen das Mikro gehauen. Super. Boah, da ging's Headset. Mikro vorm Headset. Ach du Kacke. Leute, warte, was? Start jetzt Erster? Ah, ich wusste, vor denen zu bleiben. Oh Gott. Deswegen haben wir auch so einen riesen Abstand. Oh nee, der fährt sich ja so kacke. Da war ja was. Oh Gott. Nein, nein, nein. Drei Runden. Ach du Kacke. Oh nein, 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 nein. Nein. Ha. Oh Gott, das wird ein Horror. Warum habe ich hiermit angefangen? Obwohl, wer weiß, wie die Bundesversion bei den anderen beiden Dingern aussehen. Ja, der bleibt wieder eine Runde vorne. Weil eben bei der Beschreibung von den Dingen, habt ihr eigentlich auch gesehen, stand da B. Und ich weiß nicht, ob auch A geht. Ich weiß noch nicht, wie. Hab die Runde. Hier war das Ziel. Natürlich zweimal? Kann mich doch nochmal oder nicht? Nein, 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 nein. Boah. Ohne Witz jetzt, ne? Ich habe die Musik auf 5% gestellt. Ich höre nichts von der Musik im Rennen, aber auch mal cool, mal das so zu hören. Also mal nur die Soundeffekte. Man kann sogar teilweise den Wind hören, wenn man genau hinhört. Ich habe die Effekte nicht auf 100. Ich meine, ich habe schon auf 50. Vielleicht mal höher stellen und den Motor runter. Ja, der Motor ist lauter als alles andere. Das ergibt nämlich so gar keinen Sinn. Ich finde Big Bill. Big Rig auf jeden Fall geil. Der Dreirad. Naja. Ich werde fahren. Man darf nicht zu viel lenken. Oder Gas geben beim Lenken. Weil sonst kann es sein, dass er sich wundervoll überschlägt. Boah. Nee, nee, nee. Ich bin auf jeden Fall nach vorn. Ich bin im guten Abstand. Boah. Dieser Wagen macht mich wahnsinnig. Oh, da, erster Ziel. Mein Gott. Jetzt kannst du dich überschlagen.
Schade. Dann nicht. Direkt funktioniert. Nice. Klasse A ist der. Okay. Standardklasse A. Kann man den überhaupt tun? Ja. Direkt alles fertig. Nice. Ich möchte aber gerade mal den Big Rig angucken. Wo ist er denn? Nee, das ist ja nach Dingen sortiert. Nein, 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 da. Ach du Scheiße, ist der groß. Boah. Was hat er denn für Styles? Dann ist das Rot deutlich besser. Nein, was gibt's denn? Nee. Das wäre auch nicht schlecht. Gut, das ist langweilig. Jawohl, knallgrün. Knallgrün. Und die Flammen dann... Rot? Ich finde das echt nicht schlecht. Sieht aus wie eine Melone. Dann nochmal mehr Rot. Und volles Rot. Verdammt, sieht das jetzt aus wie eine Melone. Was würde denn noch passen? Boah, das sieht auch nicht schlecht aus. Also grün auf grün. Finde ich gar nicht mal so schlecht. So viel blau. Auf gar keinen Fall. Dann nehmen wir rot. Einfach zurück? Ah ja. Ich vergesse immer wieder. Ah, deswegen ist er direkt A. Man kann an den nichts updaten. 4 Tonnen. Wiegt ein bisschen was. So, genug Zeit damit verbracht. Weiter geht's. Damit. Das ist Menü auf Menü. Das ergibt so gar keinen Sinn. Euer Kunde, nicht meine Starbeast. Vor kurzem habe ich den nämlich erst freigeschaltet. Ich bin noch gar nicht mit dem gefahren. Mal sehen, wie der so fährt. Siege mit 50 Meter Vorsprung und verursachen mindestens 500 Schaden. Alles klar. Ich bin der Einzige mit A. Alter, wie viele Autos sind denn das? Muss ich jetzt erstmal mit 100 oder was? Was? Wusste ich jetzt erst mit 100 Wagen oder was das war jetzt auf einer Strecke sein? Boah, wäre das Horror. Ich starte aber als erster, meine ich, wenn ich gerade richtig gesehen habe. Ich frag mich schon, was man bei der World Series bekommt. Sowohl als eher Autos, als wie auch allgemeine Belohnungen. Bei der Big Rig ist, meine ich, sogar eigentlich ein DLC-Auto. Aber hier kriegt man den auch geschenkt. Man muss halt eben nur bis dahin spielen. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir machen die 100% bei der Karriere, also machen wir es auch. Heißt, jeden Bonus und alles mit rein. Weil 100% immer geil. Ah, die Bonus-Ziele sind wieder fürs Turnier. Das ist ein Turnier. Dann macht das Sinn. Ich muss hier noch nicht einstellen. Moment. Hart, lang, offen, hinten. So. Ja, der rückläuft. Nein. Ich bin gespoilert eben heftig. Aus dem Weg. Mein neuer Wagen ist da. Düdüd. Wow. Oh, da ist er zu früh runtergestanden. Ja, schade aber. Alter! Oh nein. Boah. Komm, wir müssen das der Rocket sein, wenn ich mich im Kopf habe. Hab ich nämlich auch. Und der Fahndreher. Tschüss.
Nein! Oh nein! Oh Gott. Als wenn das schon wieder der Rocket ist, müsste ich eigentlich trollen. Boink. Obwohl ich wieder auf Fahrt gestellt habe, springt der Wagen schön herum. Den Flummi. Das ergibt so gar keinen Sinn. Muss doch mal gucken mit dem Schaden. Okay. 200. Zwei Kollisionen, da meine ich. Oh kacke, jetzt aber letzte Runde. Das wäre dem echt geil, wenn man oben links auch sehen könnte, wie viele Meter man abstemmen. Weil jetzt gerade sind halt eben nur die Sekunden. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das so 60 Meter sind oder was das ist. Auf jeden Fall geschafft. So, jetzt muss ich erst wieder hochgehen. Tada! Ach ja, stimmt ja, jetzt jedes Mal das. Aber ich müsste doch jetzt alles geschafft haben. Oder? Ja, jetzt kann ich schon mal nachgucken. Wollte schon sagen, das brauchst du jetzt so lang zum Laden. Also die Karre gefällt mir auf jeden Fall. Die neue. Die ist eben schon Turniermodus, wenn man es noch nicht weiß. Ja, weiter geht's. Wieder drei Runden. Auf jeden Fall gefällt mir, dass das Rückleuchten hat. Finde ich ganz schön nice. Die sehen auch nice aus auf dem Auto. Übrigens, der ist noch nicht Maximum getuned. Der geht noch höher. Ich habe ihn aber mal nicht auf Max gemacht, wegen den Credits im Spiel und dann auch, weil ich ihn halt eben so haben will, wie er jetzt ist. Weil der fährt sich verdammt gut. Und danach wollte ich mir diesen neuen Wagen holen. Den Volvo-Verschnitt oder was das sein soll. Mit den dicken fetten Spoiler hinten. Den wollte ich mir als nächstes holen. Und danach den Mustang. Den roten. Boah. Weil dem jetzt muss ich erst mal gucken, dann das im Turniermodus. Also dann mach ich nur manchmal online. Also wenn ich jetzt so richtig Bock habe. Ich hatte tatsächlich gerade richtig Bock, Wreckfest zu spielen. Ja, dann geht halt immer zum Turniermodus und sorgt halt eben die vier kleinen Rennen. Manchmal auch das mittlere. Und dann halt eben mal sehen, was da rauskommt. Hauptsache ich krieg so langsam Punkte. Ich habe für den, glaube ich, 3 Wochen gebraucht, bis ich den jetzt habe. Gut. Ich spiele jetzt nicht jeden Tag Wreckfest. Ah, der war's schon. Jetzt habe ich so viel gelabert, dass ich das voll vercheckt habe. Aber der spielt eben fast. Also, ich werde ihm nicht immer Wreckfest. Ich war jetzt schon lange nicht mehr beim Turniermodus. Und ja, und da hat der neue Wagen wohl Frontantrieb. Das wird dann der Horror pur. Ich weiß aber auch nicht, wie man schnell an die Ruhmpunkte kommt. Oder an zu Ruhm. Ich weiß nicht genau, ob das Ruhm oder Ruhmpunkte sind. Auf ist jetzt drin. Hochschalten, danke. Und ja, ich habe Automatik an, schalte manche aber selber runter. Wann kann man denn die Sonne sehen im Wreckfest? Alter, sieht die geil aus. Ich würde halt eben voll gerne noch Nachtrennen wünschen. So Nacht. Ja, man würde nichts sehen, aber meine Rückleuchten würde man sehen. Oh nein. Oh, komm. Verdammt.
So, jetzt muss ich wieder aufholen. Das ist wahrscheinlich kein Ding. Das war knapp. Ich denke jetzt nicht mehr so viel vor einer Sprungschanze. Und boink. Was, da ist jetzt schon einer tot? Ah, der dort. Da hängt was in mein Auto drin. Das sieht nicht gesund aus. Ah, ist weg. Oh, da ist einer aufgeflogen. Schade. Boah, war das doch. Voll auf den, ne? War klar. Cannonball ist hinter mir. Und boink. Moin. Okay, ich hab's rein. Ich habe nur gesehen, dass da einer abfliegt. Verdammt. Gas! Auf jeden Fall, falls ihr euch noch den Wagen holen wollt vom Turniermodus. Ich habe es gemacht und finde ganz geil. Ja, die Strecke ist jetzt hier mit den so... Lenk von der Sprungschanze und dann fliegst du weg. Aber es gibt bei fast jeden Wagen so. Finde ich ganz gut. Ich hab den noch nicht mehr auf Max. Du kleiner. Nee, 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 nee. Hey, der zweite ist hinter mir. Was soll denn das? Bremsen. Ich finde die Sonne halt eben gerade echt episch. Die steht voll geil. Schade, dass es keine Nachtrennen gibt. Oder auch so mit Regen. Schnee gibt's ja, Regen aber nicht. Oder Sturm. Der Schnee war ja einfach nur rutschig. Gefühl mir sogar gar nicht. Erster! Ja, und ist das hier auch beendet. Elftausend. Okay. Erstmal quer über mein Zimmer gespuckt. Perfekt. Da ist es. Komplett fertig. Und dann jetzt noch zum letzten für heute. Demons of Dirt. 19 Fahrzeuge habe ich dafür. Bitte was? Dämon des Drecks. Oh nein, wenn das schon Crack Canyon ist. Verursache mindestens 1500 Schaden, zerstöre mindestens 3 Gegner. Da kann ich theoretisch in 2 Anläufen machen. Ja, der geht. Ich muss gerade mal gucken, kann ich den... Der wird auf B bleiben. Boah, 13.000. Ach komm, ich mag die Marktspanne. So, da. Da die mit dir. Investiere ich. Ja, investieren kann man auch. Sollte man aber nicht. Das ist eigentlich für eine Scheiße. Ich weiß selber nicht. Gut, auf geht's. Ich denke mal, die 3 Gegner ist das schön und sind auch die 1500 Punkte. Oh, aber hätte ich jetzt wirklich Schaden auf Intensiv stellen sollen? Ist das ein Turnier?
Weil wenn es auch ein Turnier ist, dann wäre das machbar. Wenn das nur ein Rennen ist, dann ja. Werde ich mal ein paar Versuche brauchen. Um genau zu sein, drei. Mindestens. Einmal da drin Erster werden. Dann die Crashes, also die Zerstörungen. Und dann die Punkte. Ja. Gut, ist ein Turnier. Dann ist es machbar. Und los. Hi, hi, hi. Hi. Jo, habe ich ihn zerfetzt. Optisch zumindest. Oh, da ist schon einer raus. Ja, schade. Nein, das wäre meine Chance gewesen. Ah. Tschüss. Boah. Oh nein. Oh nein. Ey, haben wir demoliert. Komm um die Kurve. Danke. Oh nein. Du dann nochmal rein. Einmal reicht nicht, noch ein zweites Mal. Das kommt gleich wieder, ne? Besser die ihm nicht, wie das in den Schaden ist, ob man den direkt im Einrennen machen muss oder auf dem fünften Spiel. Auf der gespeichert bleibt. Was war der denn? Kann ich hier mal jemand rumdrehen oder so? Ja, genau so. Oh, habt ihr Schaden schon. Nein! Habe ich schon wieder nicht getroffen. Denkt er jetzt schon das dritte Mal? Du da! Bam! Kein gekillt. Doch, ein. Okay, drei. Ich will nur gucken, dass ich heile ankomme. Wird nicht passieren. Genau deswegen. Oh Gott. Da vorne ist er schon wieder. Der soll mich aber auch triggern, ey. Komm. Gas. Was hast du? Okay, der Kleine. Boah. Wird einfach mal nicht so in den Gegenverkehr fahren. Tut weh. Lass ihn dafür jetzt mal leben. Aber boah. Boah. Oh nein. Boah. Den Kleinen hat zum Glück erwischt. Moment. Nee. Nein. Jo. Los weiter. 7 Sekunden. Hab keine Zeit. Auch wenn das schön gewesen wäre. Scheint doch hoch. Was immer ein Getriebe ist. Kaputt. Ja, okay. Da brauchst du gar nichts zu wundern. So, da, Gegenverkehr. Heißt tatsächlich alle Ziele schon fertig. So der Erste werden. Dann haben wir's. Oha, ist das eine gute Folge gewesen. Was ist denn jetzt kaputt? Boah, die nächste Folge wird dann... Boah.
Die wird wieder meine Nerven bis zum Geh nicht mehr strapazieren. Wegen den 8 Rennen. Obwohl, nee, da mach ich erst die 6. Und das ist dann wieder eine Folge immer werden. Also wir brauchen 3 noch. Aber wir sind bald da. Wir sind bald beim Finale. Oder fast Finale. Ich weiß, wie viele Events da noch sind. Gut, nur der Erste werden. Aber wenn alleine jetzt schon 6 Runden der Erste oder Zweite sind. Ist denn das so der 12? Ah, bremsen, komm um die Kurve. Boah, flogen der geile Gimbal. Gerade Teile. Oh nein. Was hat der denn? Junge! Wir wollen aber jetzt aber auch Selbstmord begehen. Ich hab noch nicht mal Schaden dafür gekriegt. Kollege, ich kill dich, wenn ich sein muss. Obwohl, nee, die gehen ja eigentlich für Flammen auf. Dann geht er dem mit Flammen auf, wenn es sein muss. Kill mir zu, also. Mann, was ist heute los? Kill tun wir hier nicht. Alter! Hat die gerade die Seite von dem Skyline gesehen? Der meint zu Tokyo-Driftmäßig abzudriften. Alter! Das ist deine Mission. Oh shit. Oh shit. Ruf da! Rache ist süß. Boah, Der hat auch nur noch 3 Trainer. Wenn er will, kann er weiterfahren. Okay. Da kann nicht viel, das passiert ist. Es gibt auf jeden Fall immer irgendeine KI gefühlt, die da in der Mitte stehen bleibt. Immer. Kann man eigentlich immer mitnehmen. Tue ich aber nicht, weil ich schon der Erste werden muss. Und wenn ich das verhaue, dann darf ich nochmal eins von vorne machen. Nein! Boah, was Mut! Boah, war das Mut! Jo, voll dagegen gedonnert. Bremsen. Ich habe 21 Sekunden Abstand. Ja, okay, jetzt kann ich theoretisch schon einrahmen. Da kann den nächsten Schmidt nicht sehen. Der Bruder, der auf dem steht. Haben mitgenommen. Wow! Alter! Das wrackt er einfach nur noch. Ich kann voll dagegen. Ich kann jetzt voll. Boah! Glück gehabt. Boah. Erstmal. Weltrekord gibt's wieder keinen. Ich bin Erster. Easy. Mit 33 Sekunden. Und der hat mit einem Mudrunner. Also habe ich heute auch noch zu Gran Turismo noch wechseln, den technischen Wagen abholen, das muss ich noch machen. Ob ich zum Turniermodus gehe heute noch, das weiß ich nicht. Werde wahrscheinlich erst morgen oder so.
Auf geht's. Letztes Rennen. Ja, war klar, 12 Runden. Ist ja meistens zumindest das Doppelte. Da ist schon wieder so ein Mini-Cooper. Jetzt schon wieder ein Rekord. Sobald der Mini-Cooper da ist, direkt Laune und im Keller. Also, oder ist das Spiel flüssiger? Als wie sonst immer. Zeig's euch nicht, die Mini, ne? Muss ich Geld ausnehmen. Und der Schlimmste ist, er hat auch noch Frontantrieb. Frontantrieb ist ein Wreckfest einfach. Wir fahren geradeaus, wir fahren keine Kurven. Aber er ist bisher noch fair. Na gut, den habe ich jetzt ein bisschen angeschoben. Jetzt macht er Fidget Spinner nach. Dry Season out. Aber es ist halt eben so. Und ja, ich hatte auch mal einen einzigen. Das ist jetzt ein nächste Müll. Ich war eh kein Fan von denen. Den habe ich gerade einfach an die ganze Front gesprengt. Naja, streitet euch beiden einmal. Und zack, das war's mit dem. Das musste sein. Wow! Alter! Oh Gott! Ja! Dafür konnte ich jetzt nicht. Kollege! Lass es sein! Ich bin matt, Digga! Überleg's dir! Naja, ich bin ein Mensch. Ich fühle mich matt, Digga. Ich bin derjenige, der dieses Spiel steuert. So. Er genannt Spieler. Was macht der denn da? Ja, ich weiß mal andersherum. Fazit dahin. Aber tatsächlich kann man aber auch theoretisch falsch herum auch fahren. Wird auch als Runde gewertet. Zumindest war das bei mir immer so. Wenn ich hier gefahren bin. Ich könnte theoretisch auch einfach umdrehen und andersherum die Strecke fahren. Würde ich aber nicht tun, weil das ist Selbstmord gefahren. Hoch 10. Obwohl, nee, komm, 1000. Fast mehr, 1000 fast mehr. Yo, voll reiner Mini. Scheiß drauf. Jump. Nee, so einfach mache ich dir das nicht. 40 Sekunden Abstand, nein. In der siebten Runde. Habe dem echt immer Schiss, wenn ich ja, dem aus der Kurve rauskomme und er fast in den Gegenverkehr fahre. Macht die, mach die KI ja warum auch immer auf. So, da, kannst du weiterfahren. Hat der Mini-Kurve den gerade getötet? Ich sag's dir nicht, das Klügste. Also, der ist schon tot. Ich hab dich gleich gefragt, warum steht er da? Da war ja auch keine Anzeige oder so. Ah ne, das heißt explizit, dass er tot ist. Ups. Das ist jetzt aber schade.
Wir fahren jetzt eigentlich schon noch mit? Zwei oder was? Ja, okay, zwei kann es sein, weil vier Leute da sind. Mit mir. Oh, da war noch einer. Der eine, fünf, sechs. Sieben, glaube ich, fahren. Nee, acht. Kannst du das sogar nachgucken? Ja, dann wir gehen da so mal. Neun fahren wir. Das ist halt die Anzeige offen noch. Für euch Zuschauer, damit ihr seht, wann einer stirbt. Oder ob überhaupt noch einer stirbt. Okay, einer ist gerade tot. In Flammen aufgegangen. Wow, Tönz hat das erste Mal Schaden bekommen. 598. Das Ding ist robust bis zum Gehtnicht mehr. Das ist gefühlt ein fucking Panzer. Boah, ein Panzer in Wreckfest. Das wäre ja mal richtig nice. Da kannst du auch so mit dem schießen. Aber dann mit dem Turniermodus. Und da kann man den da auch noch dann da farmen. Verkauf der Kacke. Oder eben für die Karriere. Das war auch nice. Weil wenn wieder mal ein neuer Content für die Karriere natürlich reinkommt, dann gucken wir dann auch nochmal rein. Also wir sind ja schon von der Karriere aus jetzt von den Anfangs 6 oder 5 ne, Serien, was das war, sind wir schon bei der Hälfte. Sind ja jetzt schon bei der vorletzten. Hat eben nur noch das 6er Rennen, das 8er und dann nochmal das 8er. Dann sind wir durch. Vielleicht machst du sogar mal direkt alle 16 Rennen. Die beiden 8er dann. Aber da kühle ich mich dann dadurch, ey. Da wäre er so, kann man machen? Sollte man aber nicht, wenn man seine Nerven behalten will. So, da. Alles fertig. Endposition erster, 2 von 2 Sternen, 200 von 200 Punkten. Heißt, auf jeden Fall beim nächsten Mal machen wir das. Die 6 Rennen. Und danach entweder beide oder ein Achter. Ich muss gucken, wie viel das da ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch hat eben auch jetzt auch den Big Rig. Was ich sehr, sehr nice finde. Den teste ich jetzt gleich mal noch. In Turniermodus gehe ich heute nicht mehr. Dann würde ich so sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Speaker 44.